Ja, Freunde, herzlich willkommen zur 8. Woche von meinem Coaching bei Adam Dürr. Und ja, es ist Dienstag, Update-Tag. Seit 2 Wochen oder nach 2 Wochen konnte ich mein Update Adam wieder schicken. Wie gesagt, letzte Woche war er im Urlaub, deswegen kein Update dafür heute. Heutiges Update habe ich heute früh eingeschickt. Und soweit alles gut. Ich blende euch mal hier oben die Bilder von heute früh ein. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die Form auf jeden Fall besser. Und nach 8 Wochen erkennt man auf jeden Fall einen krassen Unterschied, finde ich. Auch wenn es nur wenige Kilos sind, die ich jetzt letztendlich verloren habe. Aber das wird sich ändern und dazu kommen wir auch jetzt gleich. Und zwar, Adam hat meinen Ernährungsplan wieder angepasst. Und der Ernährungsplan ist auf jeden Fall jetzt dafür ausgelegt, wieder weniger zu essen. Das heißt, wir sind mit den Kohlenhydraten wieder drastisch gesunken. Ich muss letztendlich nicht mehr so viel essen. Und ja, der Plan hinter dem Ganzen ist natürlich irgendwie die Form noch mehr anzuheben. Das heißt, der KFA geht demnächst auf jeden Fall drastisch nach unten. Wir können auch ein bisschen mit Performance-Problemen im Training rechnen, weil ich einfach nicht mehr so viel esse. Das ist dann einfach normal irgendwo. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hatte mir auch noch einige Fragen gestellt, zum Beispiel, warum ich einen Pro-Split mache und nicht zweimal die Woche einen Muskel trainiere. Fand ich auch ziemlich krass, weil man eigentlich fast immer nur hört, man sollte den Muskel mindestens zweimal in der Woche trainieren, um ihm einen guten Reiz zu geben. Seine Meinung war dazu, dass meine Muskulatur auch ziemlich jung ist. Ja, versteht sich irgendwo, nach 5 Jahren Training kann das natürlich noch der Fall sein, dass die Muskulatur noch nicht so ausgeprägt ist, wie es geht. Und deswegen findet er, dass natürlich eine Bearbeitung von dem Muskel in einer Woche zu 100% besser ist. Auch mit der Regeneration, als den Muskel zweimal zu beanspruchen, da die meisten wahrscheinlich nicht mit der Regeneration hinterherkommen. Und ich muss ja auch persönlich sagen, dass es sehr gut geklappt hat, dieser Pro-Split, da ich ja trotzdem Fortschritte machen konnte, sowohl im Training als auch körperlich. Und deswegen funktioniert es auch so, ohne zu stoffen, sage ich mal. Also der Pro-Split war für mich eigentlich immer ein Trainingsplan für Leute, die, ja, sag ich mal, stoffen, da die das nicht unbedingt brauchen, was vielleicht am Ende auch Quatsch ist oder so, aber so war immer meine Meinung zu dem Pro-Split. Und ja, das hat sich anscheinend jetzt widerlegt, weil selbst bei mir funktioniert es. Deswegen probiert es auch gerne mal aus, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Mir macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ansonsten, ja, für mich gibt es jetzt mein Pre-Workout-Meal. Danach geht es ins Brust-Bizeps-Training. Vom Trainingsplan her hat sich erstmal nichts geändert. Kurze Sache noch, und zwar sind wir jetzt wieder 2 Wochen auf uns gestellt, da der liebe Coach nächste Woche Dienstag wieder irgendwas hat und deswegen kein Update nächste Woche. Das heißt, 2 Wochen sind wir wieder auf uns gestellt. Wir müssen wieder alleine durchziehen, ohne Zwischen. Resonanz zwischen Kommentar von ihm. Ansonsten, ja, war es das erstmal hier von dem Dienstag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ja, Freunde, es ist Donnerstag. Donnerstag, heute ist eigentlich Männertag. Für mich aber nicht, da ich kein Alkohol trinke und auch nicht mit den Jungs rumlaufe, sondern meine Freundin hat Geburtstag und deswegen verbringe ich Zeit mit ihr und ihrer Familie. So sieht mein Essen aus. Ich habe schon gefrühstückt heute. Einmal Reispudding zum Kaffee. Das ist dann Mittag und Abendbrot. Und dann als 5. Mahlzeit der Proteinpudding. Und das gibt es dann heute für mich. Und ja, viel trinken. Ein, 2 Sirups. Die sind alle zuckerfrei. Und damit lässt sich es auf jeden Fall auch ertragen. Und ja, wir machen uns jetzt einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Feiertag. Hab nicht zu viel getrunken, ansonsten sehen wir uns die Tage wieder. Ja, Freunde, es ist Sonntag. Wie ihr seht, bin ich gerade am Videoschneiden für Woche 7. Heute ist ein bisschen stressiger Tag. Heute ist noch Muttertag.
Ich muss heute noch trainieren gehen, weil ich es eher nicht geschafft habe. Es waren jetzt, ja, Donnerstag war ein Feiertag. Freitag haben wir was für die Wohnung gemacht. Samstag haben wir was für die Wohnung gemacht. Und deswegen blieb wenig Zeit zum Trainieren gehen. Das wird dann heute erledigt. Nach dem Training werde ich auf jeden Fall nochmal das Reel für heute abdrehen. Das muss dann auch nochmal ein bisschen geschnitten werden. Ansonsten heute nochmal kochen. Ich meine, ich habe noch zwei Mahlzeiten, aber die reichen nur für heute. Deswegen brauche ich auf jeden Fall nochmal was für die kommende Woche. Das ist dann auch übrigens die letzte Woche vor meinem Urlaub. Und ja, ansonsten, wie verlief erstmal so grob meine Woche? Eigentlich recht entspannt, dadurch, dass ich ja jetzt durch das Coaching kein Alkohol mehr trinke, ist es tatsächlich auch irgendwie auszuhalten. Und ja, ich trinke trotzdem jeden Tag sehr viel Wasser oder zuckerfreie Getränke. Und damit lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Gewicht schwankt noch momentan. Ich bin mal gespannt, ob morgen noch mal ein guter Gewichtsdrop kommt, da wir ja jetzt wirklich weniger essen. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe trotzdem noch momentan zu tun, wieder geregelt zu essen, zu geregelten Zeiten. Das, ja, geht für mich, das ist für mich am Wochenende immer ein bisschen schwierig, weil man dann doch das ein oder andere mal ausschläft. Ansonsten, ja, Video jetzt fertig schneiden, ins Schulter-Trizeps-Training fahren. Ich hoffe mal, dass ich euch ein bisschen mehr vom Training noch abfilmen kann, damit ihr in den Videos auch noch ein bisschen mehr zu sehen habt. Ansonsten, ja, ist es heute erstmal so der grobe Plan. Dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen nochmal wieder. Ja, Freunde, es ist Dienstag. Das Video neigt sich hier dem Ende. Wir haben herrliches Wetter draußen. Wird langsam warm. Und ja, ich bin gespannt, wie lange ihr mich noch hier in dieser Umgebung seht, da wir bald umziehen. Und ja, wird auf jeden Fall ein großer Schritt für mich oder für uns, besser gesagt. Ich freue mich trotzdem sehr, auch mal, ja, woanders zu wohnen, zu leben. Dort werde ich höchstwahrscheinlich mein ganzes Fitness-Ding noch besser durchziehen können als bis jetzt. Ansonsten, ja, hoffe ich natürlich, dass das Video euch gefallen hat und ihr noch ein paar Einblicke von meinem Coaching bei Erdem einfangen konntet. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.